Heute möchten wir Ihnen einige unserer Holzherde vorstellen, was daran so besonders ist. Wie Sie wissen, gibt es auf dem Markt sehr, sehr viele Modelle, preislich und qualitativ große Unterschiede. In diesem Video klären wir, was bei unseren das Besondere ist. Wir sprechen von einem schmalen 9 Kilowatt Modell mit 77 cm Breite und einem breiteren Modell mit 91 cm und 14 Kilowatt Gesamtleistung. Das 14 Kilowatt Modell gibt es mit einfachem Backrohr, wie man es kennt, und wie man hier sieht, mit doppelten als Steinofen-Variante mit Regelung. Das ist das Spitzenmodell. Heutzutage ist es wegen der Zulassungen in den verschiedenen europäischen Ländern sehr, sehr wichtig, dass man die absolut besten Abgaswerte auf dem Markt erreichen kann. Das ist bei diesen drei Modellen der Fall. Die haben wirklich sehr, sehr gute Emissionswerte und können daher auch in Zukunft eingesetzt werden. Nicht nur das, der Ofen rußt sehr, sehr wenig. Und das bietet dann im Endeffekt auch einen Vorteil für den Endkunden. Das Spitzenmodell mit 14 Kilowatt Modell Margot hat alles, was die anderen zwei Modelle auch haben, nur noch ein doppeltes Backrohr mit Umschalter. Also man kann wählen, soll die Hitze oben oder unten sein. Und im Backrohr sind zwei Steine enthalten. Das ist fürs Backen, das funktioniert dann wie ein Steinofen. Der Unterschied ist gewaltig. Wir testen hier das große Modell mit Natursteinen und doppeltem Backrohr gerade bei einem Kunden nach der Installation. Deswegen hat sich die obere Kochplatte noch nicht ganz eingefärbt. Das ändert sich nach wenigen Stunden. Bei den zwei großen Modellen mit 14 Kilowatt kann man sehr lange Scheiter verwenden. Die Brennraumlänge beträgt 47 cm. Sehen wir uns nun das kleinere Modell mit 9 Kilowatt an. Das hat 10 cm weniger in der Tiefe, das heißt, man bringt auch nur noch 35 cm Scheiter rein, hat aber alles, was die zwei großen Modelle auch haben. Zum Beispiel, wie hier gezeigt, die Sekundärluft zu, auf, zu und die doppelten Türgriffe, die aus einem Guss sind. Das ist auch ein Zeichen von Qualität. Der Brennraum bzw. dessen Material ist für die guten Abgaswerte verantwortlich. Aschenreste, die Aschen gerade unten schieben kann, diese kann man rausziehen und natürlich entleeren. Der Ofen hat eine Primärluft, wie hier mit diesen Reglern, die man bei der Zündung voll aufmacht und dann später die Leistung einregeln kann. Unten befindet sich das Werkzeugfach, im Lieferumfang haben Sie eine Schürhake und einen Handschuh. Auf der Seite vom Backrohr ist der Luftregler natürlich nur aus Optikgründen da und hat keine Funktion. Sie haben aber ein Warmhaltefach unter dem richtigen Backrohr, das mit einem Blech, wie Sie hier sehen, ausgeliefert wird, mit einer Infektionsklappe, der Herd muss natürlich auch gesäubert werden. Rauchgasanschluss beträgt immer 130 mm und Sie haben die Möglichkeit, ohne Extras hinten oder oben anzuschließen. Es ist alles dabei, um das umzuändern. Wie Sie sehen, ist aber der hintere Anschluss etwas rechts versetzt von vorne gesehen. Also aufpassen. Die Herde sind wirklich sehr schwer. Das liegt am vielen verbauten Gusseisen. Wie man hier sieht, auch die Füße sind aus Gusseisen. Solche Herde sind von 170, das kleine Modell, bis 250, der große mit Natursteinen. Verchromte Handlaufvorne ist natürlich dabei im Lieferumfang. Seitlich, rechts und links ist optional, die muss man extra bestellen. Anders als andere hocheffiziente Holzherde kommen diese Modelle noch mit einem Vollgussbrennraum aus. Der Vorteil liegt klarerweise darin, dass keine Schamottsteine sind, sprich keine Verschleißteile. Das heißt aber auch, dass er in der Produktion natürlich viel teurer ist, da man die Löcher für die Nachverbrennung natürlich ins Guss mit einkalkulieren muss und die Löcher gebohrt werden müssen. Ebenso die Steine im Backrohr. Hier wird nicht gespart. Alles ist eben auf Langlebigkeit ausgelegt. Das ist nicht bei allen Herden so. Das muss man sich bei diesem Preis zwar auch erwarten, er befindet sich aber preislich immer noch im Mittelfeld
und man hat einen ordentlichen Ofen, der auch eben, wie gesagt, zulassungstechnisch voll in Ordnung ist. Das günstigste Modell ist natürlich der 9 Kilowatt Ofen in Stahlverkleidung um 1600 Euro. Das Spitzenmodell, wie wir hier haben, Natursteine, 14 Kilowatt und doppelten Backrohr, liegt bei 1950 Euro, immer brutto, ohne Versand, März 2022. Als Farben stehen zur Verfügung weinrote Keramiken, beige Keramiken oder Naturstein, das ist immer gleich teuer, oder nehmen Sie die günstige gussgraue Stahlverkleidung. Eine der letzten Funktionen, die Starthilfe, die man beim Starten aktiviert bzw. auf Start setzt, dann ist es auch so, dass wenn Sie länger die Tür offen haben, relativ wenig bzw. kein Rauch in den Aufstellraum gehen kann und der Ofen schneller zündet. Alle Versionen, Infos und Preise finden Sie auf feuerland24.com.